Ja, servus und herzlich willkommen zurück zu Let's Play SmackDown vs. Raw 2007 Season Mode mit Josh. Hi. So, wir sind immer noch im Match Batista gegen William Regal. Und William Regal macht mich sowas von fertig. Der Josh zockt mal wieder, wie immer, weil mittlerweile spielt ja nur noch der Josh, ich nicht mehr. Und Melina ist noch mit von der Partie. Die hätte eigentlich David gespielt, aber irgendwie gab es Probleme beim. Ja, Probleme beim Multiplayer, irgendwie habe ich das nicht hingekriegt. Warum auch immer. Rollbreak, ah, hier. Ich habe keinen Plan, warum ich das nicht. Ah, guck mal, der dehnt dich, das ist doch nett. Ja, ja. Hallo? Hey, gleich wird er disqualifiziert. Ich wollte gerade sagen, 5. Bis 5, ja. Bei den alten Wrestling-Spielen kannst du Countout außerhalb vom Ring nur 20 einstellen, irgendwie. Was? Geht 10 gar nicht, ja, ist komisch. Ja, vielleicht, weil die Spiele da langsamer sind, also. Vielleicht schafft man es einfach kaum in 10, weil. Doch, das schafft man. Aber vielleicht war es früher einfach so, weißt du ja nicht. Nee, das glaube ich nicht. Ich glaube, es war schon immer 10. Ja, keine Ahnung. Ey. Das soll das schon immer 10 waren. Aber in echt wird das ja eh angepasst, wie sie es wollen. Ja, der zählt ein bisschen langsamer. Da behindert. 1. 5 Minuten später. 2. Ja gut, so ist eben die WWE. Regal ist übrigens näher am Finisher. Ah, ich kann auch hier den harten. Ich habe gerade den harten Move gemacht. Den harten ausgepackt. William Regal hat übrigens mehr am Finisher wie du. Fast. Das war sehr schlau, das war clever. Großartige Aktion von The Animal, Batista. So, wir haben ja bis 20, ne? William Regal ist rot. Guck mal, der ist näher am. Jetzt nicht mehr, aber der war näher am Finisher. Hat ich wollte jetzt rausspringen. Viel mehr Schaden gelegt wie du. Das glaube ich, ne? Der ist auch nicht mehr näher am Finisher. Ja, nee, nicht mehr, sag ich ja, aber er war. Jetzt bin ich nochmal weiter jetzt weg. Jetzt ist er wieder näher am Finisher dann. Ja, also echt, Alter, wie viel das abgezogen hat. Ja, ich wollte ihn dehnen, aber ich glaube, du kannst ihn schon pinnen. Versuch mal zu pinnen, das geht bestimmt schon. Randy Orton hat auch schon funktioniert da. Boah. Sonst den pinnen, nicht töten. Das gehört doch zusammen. Naja. Fast. 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 Immer ein Drittel schon geschafft. Ja, also super. Dauert das Match noch ich glaube Minuten. Ich glaube, unter 1 geht auch gar nicht. Also, Doch, stimmt, dass die sofort wieder rauskommen. Ich bin mir gar nicht sicher gerade. Oh, ich habe jetzt einen gelben Körper. Ah, fuck. Oh, hier mit. Der von Mini Regal ist nur noch orange jetzt. Der hat sich geheilt. Der Assi. Und der ist nochmal näher am Finisher als du. Jetzt ist er wieder rot. Jetzt ist er wieder rot. Der ist gleich wieder orange. Alter, wie lang. Er hat gerade saulang, hat Batista einfach nur da gestanden und ne, jetzt ist nochmal weniger. Oh. Ich hasse den Move, ich mache ihn immer aus Versehen. Wir müssen mal die das Moveset von Batista ändern. So, jetzt dehne ich den mal ein bisschen, ne? Ja. Ich hab den wieder lang gehabt. Die freut sich. Aber die freuen sich komplett behindert. Die ist komplett behindert. Ich glaube nicht, dass es jetzt geht. Ach, schade. Siehst du? Aber immerhin bis 2. Ja, bis 2,5 sogar, so ungefähr. Aber naja, also. Der steht auf, ich hau ihn direkt wieder um. Ich glaube, einen Finisher brauchst du schon, oder? Denke ich schon, dass du den brauchst. Den man weiß es auch nicht. Aber jetzt hast du ihn ja auch. Sei denn, machst du wieder den geilen Move. Ja, klar. Oh, der kommt ja jetzt nicht. Warum dehnst du den denn immer? Du sollst was gegen die machen, nicht für die. Ah, hier, Ropebreak. Jetzt kann ich gedrückt halten, L1. Ja, aber ist ja blöd. Alter, guck mal, der hat gar nichts zum Finisher. Er hat 0. Ja, komm, mach bis 5. Ich hab... Oh Gott, ich bin tot. Boah, jetzt hier. Jetzt. Ja, ich bin tot. Ja, das war keine so gute ich Idee, ich hab gespeichert. Ne? Den Finisher. Ja, aber das war trotzdem keine so gute Idee. Doch. Ja, aus dem, du verlierst eh jetzt eine Batista-Bomb, ne? Oder aus dem, das war keine gute Idee, habe ich jetzt eine Batista-Bomb gemacht. Guck mal, der ist tot. Guck dir mal ins Gesicht. Der war tot. Der hat da gelegen, offene Augen, Mund auf. Aber konnte sich noch bewegen, da war er nicht tot. Wer weiß. So, John Bradshaw Layfield. Das waren Reflexe. Das war, ja. Mhm. Wieso haben wir den jetzt eigentlich nicht freigeschaltet? Der William the Headless Regal. Nee. Was? William the Headless Human. Es gibt doch hier Headless Chicken, wie heißt denn das Vieh nochmal?
Weiß ich nicht. Ist das nicht? Ich glaube schon, aber. Oh, jetzt küssen die sich. It's the Undertaker! It's the Undertaker! Ich hab mich in Kane verwandelt. Wir sind jetzt also noch bei SmackDown, aber da kommt ein Raw-Superstar. Was hört denn? Kane, weil er der Bruder von Undertaker ist. Kane und Undertaker haben just vanished. Einfach verschwunden. Sie haben Melina entführt. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Ich bin so am Block. Gut. Sogar kein richtiger Ladebildschirm, sondern nur das Now Loading. Ich habe mir bisher noch nie Gedanken über die Storylines gemacht von dem Spiel. Aber so geil sind sie nicht eigentlich. Naja, es geht. Ja, das hier geht jetzt. Das, aber das vorher her war... Mr. Henry war blöd. Nee, das war cool. Ich fand das blöd. Und hier, das... Mit Randy Orton war blöd. Ja, außer dass Jillian einfach Bobby Lashley niedergeschlagen hat. Okay, das war witzig. Okay, oh... Nicht vorgelesen. I wish I had some answers for you about Kane and Melina, Batista, but I'm still looking into their whereabouts. In the meantime, you've got a match tonight against Mr. Kennedy. Oh. Keep your head in the game, player. You've got to deliver tonight. And you've got to keep your eyes on WrestleMania. Don't let the Undertaker get inside your head. I'll be in touch. TL. See. Ach, neue Nachricht schon. Kennedy. Tja. Hat gewusst, jetzt hat er gelesen, hat er geschrieben. Gut, der liest auch vor. Deadman who's not actually... Ach, noch eine neue. Alter! Super. Okay, das ist cool. Also, ruft der Kennedy, Mr. Kennedy. Das ist echt geil. Das war jetzt cool. Also. Und dann die ganze SMS. Deadman who's not actually dead and his burned... My brother who's not actually burned and your girlfriend who's actually not your girlfriend. Ja. Das ist echt cool. Mr. Kennedy ist cool. Das war eine geile... Eine geile SMS, ja. Muss man echt sagen. So, Batista gegen Mr. Kennedy. Können wir auch Multiplayer spielen? Dann spielst du den Kennedy. Nee, das ist ja unnötig. Ich meine, dann verliert Batista ja, das wollen wir nicht. Ja, bestimmt. Oh, I'm the Boogeyman and I'm coming to get ya. Ja, ja, der gute alte Boogeyman. Wenn man mit dem gewinnt, dann füttert man dem Gegner Würmer. Boah. Immer weißt du, am Ende, wo sich alle so freuen normalerweise, ja, ja. Der füttert die dann mit Würmern. Was? Aber das wäre doch cool, wenn der Boogeyman seine eigene Storyline hätte, oder? Ja. Das wäre auch cool, wenn der Boogeyman wieder zurückkommen würde. Was sagen wir immer, wenn der Boogeyman da erscheint? Ja, oder wenn wir gerade aus Versehen an ihn denken. Also. Aus Versehen. Ja gut. Ist ja immer nur Zusammenfassung von dem, was wir eh schon wissen, ne? The Boogeyman and I'm coming. The Getcha Sandwiches. Und da ist Mr. Kennedy. Aber auch den können wir überspringen. Den haben wir ja schon gesehen in der Mr. Kennedy Kampagne. Ja. Dings, whatever, Season Mode, Storyline. Ja. Part. Ja, Part weiß ich nicht. Nicht? Ach. Nee. So uninformiert bist du. Aber das ist, der ist doch länger, als ich gedacht habe, der Season Mode. Ja, und wir haben ja, also selbst wenn wir jetzt durch haben, haben wir ja noch nicht alle Stories, weil es gibt ja noch Raw. Deswegen. Also hier hat man schon so einen und Spaß. Und von den SmackDown-Stories haben wir auch nicht alle gemacht. Ja. Also da ist von einiges zu tun mit dem Spiel. Wir sind übrigens in Miami, Florida. Hat er gerade gesagt. Tschüss. Müssen wir mal durchziehen. Oh.
Einfach mal das so. War eine extrem unnötige Aktion. Ja, aber sowas muss auch mal sein. So, jetzt erstmal ein bisschen weg vom Finisher. Erstmal weg vom Finisher, genau. Oh. He's back. Irgendwie habe ich den geschlagen und hatte dann selbst die Schmerzen. Bam. Oh. Weicht der aus, ey, der Assi. Da habe ich ihn nochmal gekriegt, was? Shoulder Block gegen Kennedy. Der ist aber näher am... Achso, ja klar, du hast ja auch den Trick wieder gemacht. Ich habe ja den Bösen gemacht. Und er kontert mich die ganze Zeit. Ich habe den Bösen gemacht. Bam. Das ist auch geil. Einfach nur auf die Schulter. Auf die Schulter, ja klar. Auf den Rücken klopfen. Was machst du denn da? Langeweile. Du kiffst doch heimlich, ey. Ja, da ist er doch. Ja, der Aufgabegriff. Den hatte ich. Und dann doch einer ist. Der kommt nicht raus. Ja, aber er kann nicht aufgeben. Weil der Referee... Irgendwie habe ich ihn jetzt einfach fallen lassen. Gut, vielleicht hätte er aufgegeben und der Referee war auch nicht da. Nee, ist auch unwahrscheinlich. Wenn man den Referee dreimal angreift, dann ist man... disqualifiziert, oder was? Ja. Das ist ja auch mal nice. Ja, das ist, weil es ja... zufällig passieren kann, weißt du, dass du ja, klar. Aber wenn ich jetzt sag Beispiel, ich, du coverst den echt, aber nee, du machst wieder den blöden Angriff. Stimmt. Wenn ich jetzt zum Beispiel eine Batista-Bomb gegen den Ref zeigen würde, dann könnte ich zum Beispiel danach raus einen Stuhl holen und erstmal Mr. Kennedy platt machen, weil ich glaube, jetzt kontert der mich in die... Schulterblock! Oh, nochmal ein Konter. Ja, ja, der heute ist am Doppelkonterfieber. Schwer am Kontern. Der alte Kennedy. Oh, der ist nah am Finisher. Wenn ich jetzt noch wüsste, was der für einen Finisher hat. Den Mr. Kennedy. Der schreit das so laut ins Ohr, dass es das Das ist blutet. Dass du einen Hörsturz kriegst, ey. Und dann kannst du erst nur auf einem Ohr und dann bist du orientierungslos. Jetzt hat er seinen Finisher, ey. Und dann taumelst du durch den Ring. Aber er speichert ihn nicht. Na, ja, das ist auch gut so. Vielleicht speichert der, wenn ich drück, ne? Doch! Ich drück und er speichert, das ist auch geil. Ja, natürlich Zufall, aber mal nimmst du einen Hammer. Einfach so. Oh je. Ich ahne Böses. Jetzt. Ich glaube, das Match verlieren wir mal wieder. Lass doch mal den armen Referee in Ruhe. Ich warte bis 10 und gehe dann rein. Und beschäftige, das ist jetzt auch egal, ist eher drin. Oh. Da habe ich mich selbst aus dem Ring gekickt, ey. Gott, ey. Dass das geht. Ja. Ist auch geil. Cover, jawohl. Immer probieren es einfach. Meins und zack. Guck mal, das wäre fast keine Angst. Wie er guckt, ey. Weint. Na jetzt, Low Blow von Mr. Kennedy. Der hat jetzt auch den Ref geschlagen. Er macht dann den erstmal fertig, ne? Kotz mich an, Mr. Kennedy. Ich steh mal in seine. Nee, der kontert schon wieder, ne? Der ist schwer im Konterfieber, echt. Der Mr. Kennedy ist krass. Dehne ich den erstmal ein bisschen, ne? Stirb! Das ist nicht überdehnst, sonst kann er gleich nicht mehr mitkämpfen. Das wäre nicht schlimm. Stirb. Ja, stirb. Der soll nicht sterben, der Arme. Oh. Mal was Neues. Ja. Wow. Alter. Was ist denn hier quer durch den Ring, ey? So, gleich hast du einen Finisher. Zack. Jetzt habe ich den Finisher. Und keine Stamina mehr. Vielleicht brauche ich den Finisher ja gar nicht. 1, 2, 3. Oh. Tatsächlich. Toll, jetzt hätte auch noch können den Finisher machen. Ja, hätte ich können, aber das wäre jetzt zu einfach. So, vor allem haben wir so jetzt, glaube ich, ein gutes Ende. Ja, so können wir gleich den Part beenden. Falls nicht noch irgendwas Spannendes. Irgendwas passiert bestimmt noch. So, Mr. Kennedy schreit noch einmal: Mr. Kennedy. Er liegt am Boden. Ja. Jetzt kommt Kane und ruft: Mr. Kane. Und ruft seine Mama an: Mr. Undertaker. Ah, da ist er, der Mr. Undertaker. Mr. Kennedy ist schon aus dem Ring. It's the Undertaker. The would-be
can take the one thing I care about. Reconsider your path, little man. For if you do not, my brother Kane and I will keep from you the one thing you care about. Holy smokes! It's Kane, and he's got Melina! Whoa! Alter! Was ist das denn, ey? Und jetzt kommt das Kane-Theme. Aber das war auch mal ein geiles Ende für eine. Stell dir vor, dass wir das Ende einer Smackdown-Ausgabe. Das wär mal ein cool. Gutes Ende, ja. Also die Storyline ist gut, muss man sagen. Ja, die Storyline ist auch gut. Alles klar, meine Damen, meine Herren, das war's dann erstmal wieder mit Let's Play Smackdown vs. Raw 2007 im Season-Mode. Mit Batista, Kane, Undertaker, Melina, Mr. Kennedy, den Zuschauern, einem zerstörten Referee und Josh. Ja, ich bin auch wieder dabei. Hä? Du warst dabei? Ja, halt war. Ich bin auch weiterhin dabei. Gut. Tschüss. Tschüss.